Willkommen zur individuellen Haltungsanalyse. Heute sehen wir den Fall einer Patientin mit chronischen Schmerzen im Iliosakralgelenk rechts, die nach unten ins Kreuzbein entlang des rechten Oberschenkels an der Rückseite sowie entlang der Vorderseite ausstrahlen. Zusätzlich klagt die Patientin über chronische Nackenschmerzen und Schmerzen an der linken Fußsohle. Ich werde Ihre Haltung gründlich analysieren, um nach der Hauptursache zu suchen, die meiner Meinung nach diese Schmerzen verursacht. Danach werde ich meiner Patientin Übungen zeigen, um dieses Hauptproblem zu lösen. Ich bin Leonard Kollmann, Osteopath aus Südtirol, und heute werde ich euch die Analysemethode nach Thomas Myers vorstellen, die ich in meiner Praxis verwende, um den Ursprung des Problems meiner Patienten besser zu verstehen. Fangen wir also gleich an mit den Beschwerden der Patientin. Die Schmerzen beginnen, wie gesagt, im rechten Iliosakralgelenk, strahlen dann nach unten ins Kreuzbein aus, sowie entlang des Oberschenkels an der Rückseite und entlang der Vorderseite. Die Schmerzen sind tagsüber präsent, egal ob im Stehen, Sitzen oder Gehen. Die einzige Schmerzlinderung ist beim Liegen, das heißt, nachts schläft die Patientin gut. Kurz zur Ursache der Schmerzen. Dadurch, dass es sich bei der Patientin um chronische Schmerzen handelt, schließe ich akute Bandscheibenvorfälle aus. Auch Entzündungen schließe ich aus, da die Patientin nachts keine Schmerzen spürt. Eine Einengung des Rückenmarks, eine sogenannte Wirbelkanalstenose, schließe ich ebenfalls aus, da die Patientin keinerlei Kraft- oder Sensibilitätsstörungen aufweist und zudem die Symptome nur einseitig auftreten. Meine Annahme ist, dass es sich hier um ein muskuläres Ungleichgewicht handelt. Wir beginnen immer mit den auffälligsten Beobachtungen. In diesem Falle erkennt man diese am besten anhand der seitlichen Ansicht der Patientin. Hier habe ich eine senkrechte Linie gezeichnet, die vertikal in der Mitte des Knöchels verläuft. Als weiteren Referenzpunkt habe ich ein Skelett in korrigierter Haltung direkt hinter der Patientin platziert, damit ihr besser verstehen könnt, wo die Haltungsfehler liegen. Wenn man jetzt die beiden Bilder vergleicht, indem man die Linie, die senkrecht am Körper entlang verläuft, als Anhaltspunkt nimmt, sieht man, wie im Falle des Skeletts die Linie durch die Mitte des Körpers geht. Diese teilt also mehr oder weniger das Skelett in eine vordere und eine hintere Hälfte. Bei der Patientin hingegen sehen wir, dass die Linie nach hinten verschoben ist. Das heißt, der ganze Körper der Patientin ist weiter nach vorne als die Linie. Es ist, als ob zwei Drittel des Körpers der Patientin vor der Linie stünden und ein Drittel nach hinten zurückgelassen werden würde. Beginnen wir von unten. Wir sehen, wie sowohl auf dem Foto der Patientin als auch am Skelett die Linie vom Außenknöchel aufsteigt. Und schon hier bemerken wir, wie beim Skelett die rote Linie in der Mitte des Knies verläuft, während im Falle der Patientin die Linie hinter ihrem Knie steht. Somit ist eben das Knie der Patientin weit vor der Linie. Weiter oben sehen wir dasselbe am Oberschenkel. Dieser steht weit vor der roten Linie. Am Becken der Patientin erkennt man es noch deutlicher. Dieses liegt viel weiter vorne. Der Brustkorb hingegen unterbricht dieses Muster, denn dieser nähert sich wieder der roten Linie. Dasselbe gilt auch für die Schulter, die fast in Linie mit der roten vertikalen Linie ist. Die nächste Station, die wir untersuchen, ist die des Halses und des Kopfes. Und beide liegen wieder deutlich vor der Linie. Schauen wir uns jetzt die auffälligsten Asymmetrien von hinten und vorne an. Fangen wir von unten an, und zwar bei den Füßen. Die Qualität des Fotos ist leider nicht sehr gut. Trotzdem kann man erkennen, dass die Patientin beidseits an einem Knick-Senkfuß leidet. Um dies besser zu verdeutlichen, habe ich hier mit der roten Linie dieses Abknicken der Ferse nach innen verdeutlicht. Den Senkfuß kann man leider auf den Fotos nicht erkennen. Zusätzlich weist die Patientin auch einen Spreizfuß auf. Das erkennt man an der übertriebenen Breite des Vorfußes. Dieser sollte schmäler sein, wie man im Vergleichsfoto hier sehen kann.
Ein weiteres Merkmal dafür, dass hier eine Schwäche im Querfußgewölbe herrscht, sieht man am 4. und 5. Zeh, wo sich diese kleinen Falten zeigen. Dies bedeutet, dass diese beiden Zehen leicht nach oben schauen und genau dies passiert, wenn das Querfußgewölbe einstürzt. Da werden die Zehen durch den Kontakt am Boden nach oben gedrückt. Weiter oben sehen wir, wie beide Knie etwas nach innen abknicken, das heißt, sie befinden sich in einer Valgus- bzw. X-Stellung. Der restliche Körper ist relativ zentriert, weist keine weiteren nennenswerten Abweichungen auf. Schauen wir uns jetzt die Ursachen, die zu dieser Haltung geführt haben. Also, warum neigt die Patientin so stark nach vorne? Die Ursache ist ein Fehlfunktionieren der gesamten tiefen vorderen Muskelkette. Diese Muskelkette beginnt an der Fußsohle und zwar ist sie ein wesentlicher Bestandteil des inneren und des Querfußgewölbes. Hier sehen wir kurz die drei Fußgewölbe, die dem Fuß als Abfederungs- und Abstoßmechanismus dienen. Die beiden Längsgewölbe in Rot und das Quergewölbe in Schwarz. Das innere Längsgewölbe und das Quergewölbe sind bei dieser Patientin viel zu schwach, beidseits, aber vor allem links. Die Muskelkette verläuft dann vom Fußgewölbe hinauf entlang der Innenseite des Unterschenkels, entlang der Innenseite des Oberschenkels bis zum Schambein, weiter nach oben entlang der Vorderseite der Wirbelsäule, umgibt den gesamten Brustkorb und steigt hinauf bis zur Vorderseite des Halses. Woran erkennt man eine Verkürzung dieser tiefen vorderen Muskelkette? Beginnen wir von unten. Bereits an den Füßen, wo die Muskelkette beginnt, funktioniert diese nicht so, wie sie sollte. Denn sie müsste, wie vorhin erwähnt, das Fußgewölbe aufrecht erhalten. Wenn diese Muskeln zu schwach sind, darunter befinden sich die Flexoren, das heißt die Beuger der Zehen und zum Beispiel auch der Tibialis posterior, dann streift eben diese und unsere Fußsohle am Boden. Das heißt, die Muskeln sind in einer Streckhaltung, eine sogenannte exzentrische Kontraktion. Dieser übertriebene Kontakt der Fußsohle am Boden, speziell der Innenseite, was zum Fall nach innen des Sprunggelenks führt, übt mehr Druck auf den großen Zeh aus, der langfristig zunehmend mehr und mehr nach außen gedrückt wird, das somit das Formen vom Hallux Valgus erleichtert bzw. verschlimmert, wie man es hier auf dem Foto sehen kann. Die Valgusstellung der Knie ist ein Zeichen dafür, dass die Adduktoren, die Muskulatur auf der Innenseite des Oberschenkels verkürzt ist. Man spricht von einer konzentrischen Kontraktion. Und dadurch, dass sie sich am Schambein verankern, kippen diese Muskeln folglich das Becken nach vorne. Diese Verkürzung wird deutlich, wenn wir uns diesen Test anschauen. Hier sieht man, wie die Patientin Schwierigkeiten hat, die Oberschenkel weit zu spreizen und sich nach vorne zu bücken. Die Adduktoren ziehen am nächsten Muskel dieser Kette, nämlich den Iliopsoas, der die Lendenwirbelsäule nach vorne zieht und somit ins Hohlkreuz bringt. Auch dieser Muskel befindet sich in einer Verkürzung, in einer sogenannten konzentrischen Kontraktion. Dass dieser Muskel zu kurz ist, kann man am folgenden Test sehen. Man kann die Schwierigkeit der Patientin erkennen, die Lendenwirbelsäule ordentlich nach hinten zu bringen bzw. das Becken am Boden zu halten. Somit haben wir jetzt zwei Faktoren, die den Schwerpunkt der Patientin eben nach vorne bringen, das heißt eben das Becken und die Lendenwirbelsäule. Damit die Patientin jedoch nicht komplett nach vorne fällt, aktiviert sich ein typisches Kompensationsmuster, bei dem der Körper die hintere Muskelkette der Lendenwirbelsäule aktiviert. Das führt dazu, dass die Brustwirbelsäule nach hinten gezogen wird, um den Schwerpunkt wieder nach hinten zu verlagern und somit den vorderen Zug des Beckens und der Lendenwirbelsäule auszugleichen. Im Bereich des Halses und des Kopfes passiert genau dasselbe. Dadurch, dass der Brustkorb nach hinten
geneigt ist, muss der Hals und der Kopf den Schwerpunkt wieder nach vorne bringen, beziehungsweise zur Mitte des Körpers. Das gelingt, wie wir es hier sehen können, denn der Kopf befindet sich wieder relativ zentriert über die Füße. Dieses nach vorne bringen des Halses und des Kopfes, weil der Brustkorb nach hinten geneigt ist, wird wiederum von der vorderen Muskelkette ermöglicht. Das bedeutet, die vordere Muskulatur hier vorne am Hals ist in einer konzentrischen Kontraktion, das heißt in Verkürzung. Das kann man hier ganz gut mit freiem Auge erkennen. Die hintere Muskulatur, der Trapez, die Nackenmuskulatur befinden sich hingegen in einer konzentrischen Kontraktion, das bedeutet in einer Streckhaltung. Somit übt die hintere Muskulatur eine bremsende Wirkung aus, wie die Zügel eines Pferdes, die verhindern, dass der Kopf zu weit nach vorne fällt. Zusammenfassend, um diese Dinge, die wir gesehen haben, besser zu veranschaulichen, sehen wir hier nochmal die Hauptfehlstellungen übertrieben dargestellt. Hier sehen wir das Abknicken der Füße nach innen, die X-Bein-Stellung der Knie nach sich zieht. Und hier sieht man das nach vorne Kippen des Beckens, welches das nach hinten Neigen des Brustkorbs zur Folge hat. Und dies wird wiederum mit einer Streckung des Halses und des Kopfes nach vorne kompensiert. Die Folgen dieser Haltung. Warum hat die Patientin Schmerzen? Die Schmerzen am Iliosakralgelenk, am Kreuzbein sowie die Ausstrahlungen entlang des Oberschenkels an der Hinterseite entstehen, weil das Becken der Patientin nach vorne gekippt ist und von der vorderen tiefen Muskelkette in dieser Position gehalten wird. Dies führt dazu, dass die hintere Muskelkette, die sich entlang der schmerzhaften Stelle befindet, also am Iliosakralgelenk sowie der Rückseite des Oberschenkels, versuchen muss zu verhindern, dass das Becken noch mehr nach vorne fällt und somit wieder eine bremsende Wirkung ausführt. Man spricht von exzentrischer Kontraktion. Langfristig führt dies zu den Schmerzen, die die Patientin beschreibt. Die Muskeln, die hier am meisten leiden, sind die Glutealmuskeln. Die Ausstrahlung an der Vorderseite des Oberschenkels ist ein weiterer Ausdruck für dieses Ungleichgewicht zwischen der vorderen und hinteren Muskelkette, das wir eben gerade gesehen haben. Nur handelt es sich in diesem Falle um Symptome, die von der vorderen Muskulatur ausgehen, die ständig in einer konzentrischen Kontraktion, also in Verkürzung, sich befindet und somit eben auch leidet. Die Nackenschmerzen entstehen, weil der Hals und der Kopf so stark nach vorne neigen. Dies führt dazu, dass die hintere Muskulatur ständig arbeiten muss, um zu verhindern, dass der Kopf komplett nach vorne fällt. Und nach einer gewissen Zeit bilden sich starke Verhärtungen, die Schmerzen verursachen. Aber wie wir gesehen haben, ist die Neigung des Kopfes nach vorne nur eine Folge des Beckens, das nach vorne kippt. Deswegen muss die Brustwirbelsäule nach hinten kippen. Deshalb ist der Kopf gezwungen, nach vorne zu neigen. Das heißt, auch hier das Becken ist der Schlüssel. Die Schmerzen am linken Fußgewölbe kommen meiner Meinung nach daher, dass das Fußgewölbe zu schwach ist auf beiden Seiten, wahrscheinlich links etwas mehr als rechts. Das würde auch erklären, warum sich links der Hallux Valgus geformt hat. Und wie ich vorhin erklärt habe, bedeutet dies, dass die Muskulatur an der Innen- und Unterseite des Fußes sich in dieser Streckhaltung, also exzentrischer Kontraktion, befindet. Darunter leidet die Muskulatur. Es bilden sich Verhärtungen und Schmerzen sind die natürliche Folge davon. Unser Ziel wird es daher sein, erstens die übertriebene Verkürzung der tiefen vorderen Kette im Bereich des Beckens zu reduzieren, damit das Becken und die Lendenwirbelsäule wieder zurückgeholt werden, beziehungsweise der Schwerpunkt von vorne wieder zur Mitte des Körpers gebracht wird. Zweitens die übertriebene Verkürzung der tiefen vorderen Kette im Bereich des Halses
eben zu reduzieren, damit der Kopf wieder nach hinten zurückgehen kann. Wie gesagt, das kann nur funktionieren, wenn wir gleichzeitig auch das Becken richtig stellen. Drittens, die Schwäche der tiefen vorderen Kette im Bereich des Fußes muss ausgeglichen werden, damit das Fußgewölbe wieder ausgerichtet werden kann, also wieder richtig aufgerichtet werden kann und der Fuß endlich richtig belastet werden kann. Kommen wir zu den grundlegenden Übungen, um diese Schmerzen loszuwerden. Die Priorität ist, die Stellung des Beckens zu korrigieren. Dafür müssen wir jene Muskulatur dehnen, die uns diese Fehlstellung des Beckens nach vorne verursacht. Und danach werden wir jene Muskeln stärken, die uns in der korrekten Position das Becken eben positionieren und halten. Beginnen wir zuerst mit den Dehnungsübungen. Für diese Übung werden wir jetzt einen großen Ausfallschritt eben machen. Versucht euch vorzustellen, ihr möchtet das Becken nach unten in diese Richtung drücken. Zweitens werden wir jetzt mit den Händen uns hier abstützen und etwas nach hinten zurück uns lehnen. Und dann drittens werden wir jetzt eine Drehung im Oberkörper, in diesem Fall nach rechts, durchführen. Ihr merkt dann hier, wie sich die Spannung aufbaut. Kann gut sein, dass es auch unten im Quadrizeps, hier an der Vorderseite der Hüfte, merkt. Ist in Ordnung. Automatisch, wenn ihr da in dieser Bewegung, also in dieser Position seid, dehnt ihr den richtigen Muskel, den Iliopsoas, mit. Haltet natürlich hier die Stellung. Falls ihr Schmerzen habt, könnt ihr gerne einen dieser drei Parameter, die wir jetzt eben angewandt haben, reduzieren. Das heißt, entweder weniger weit nach hinten zurückgehen, etwas weiter nach vorne bleiben oder eventuell etwas weniger nach rechts drehen und mehr in der Mitte bleiben. Wechselt dann natürlich die Seite. Kommen wir zur zweiten Dehnungsübung. Für diese Übung werden wir jetzt schön die Oberschenkel auseinander bewegen und dann versucht ihr mit dem Oberkörper langsam euch nach vorne zu bewegen. Ihr werdet natürlich die Innenseite der Oberschenkel merken, wie sich dort die Spannung aufbaut. Wer sehr verkürzt ist, der wird oft Schwierigkeiten, überhaupt mit dem Oberkörper gerade zu bleiben. Also dem wird es eher immer nach hinten zurückwerfen. Dem rate ich eventuell ein, zwei Polster unter dem Gesäß zu platzieren, um einfach mit dem Gesäß höher zu sein. Und da wird es euch viel, viel leichter fallen, mit dem Oberkörper nach vorne zu gehen. Kommen wir zur Kräftigungsübung, um die richtige Haltung des Beckens zu festigen. So, wir werden jetzt eine kleine Übung zum Stärken der Rumpfmuskulatur eben mit einbauen. Und die Rumpfmuskeln, die tiefen Rumpfmuskeln, das sind eben jene Muskeln, die wie ein Korsett die Wirbelsäule stabilisieren und eben von hinten, wie meine Hände jetzt, und eben von vorne umschließen und eben durch diesen Schutz, den diese Muskulatur eben bietet, wird eben verhindert, dass die einzelnen Wirbeln vorschnell sich eben abnützen. Denn ist ja klar, wenn diese Muskeln eben nicht die Wirbelsäule stabil genug halten, dann führt das eben dazu, dass diese einzelnen Wirbeln, das sind ja Gelenke, nicht gut arbeiten bzw. eben falsch arbeiten und eben vorschnell sich abnützen. Das kann natürlich dann zu Schmerzen führen, zu Bandscheibenvorfällen und so weiter. Deshalb eben müssen wir schauen, dass wir diese Muskulatur eben nochmal stärken. So, um diese Muskeln zu stärken, werden wir jetzt die Plank-Übung durchführen und zwar einfach hier. Das wäre die Endposition. Was da wichtig ist, sehr, sehr wichtig, sonst ist es besser, die Übung auszulassen. Hier im Bereich der Lendenwirbelsäule sollte man immer einen Buckel formen. Und dafür eben könnt ihr einfach nur euch vorstellen, wie ihr im Bereich des Bauchnabels, also den Bauchnabel nach innen zieht. Und hier, wie gesagt,
wird mit diesem Buckel gebildet und dann aus dieser Position aus verändert sich im Bereich der Wirbelsäule gar nichts. Da bleibt ihr, solange ihr die Übung eben durchführt, bleibt ihr in dieser Position. Und da könnt ihr dann die Knie heben und in dieser Position eben bleiben. Das Ziel sollte sein, dass man ungefähr auf eine Minute, auch eben alles, was darüber ist, ist natürlich besser, dass man aber eine Minute lang diese Position halten kann. Und da könnt ihr auch noch zusätzlich danach eventuell einen Fuß heben, auch wirklich nur 1-2 Zentimeter. Aber in diesem Bereich sollte sich eben nichts ändern. Das heißt, wenn ich jetzt den Fuß hebe, da muss ich trotzdem noch hier stabil bleiben. Versucht, wie gesagt, diese Übung mindestens so oft durchzuführen, bis ihr eben eine Minute am Stück diese Position halten könnt. Und wenn es anfangs zu schwierig ist, da könnt ihr auch anfangs nur auf den Knien so bleiben, könnt einfach eventuell die Ellbogen noch etwas nach vorne bringen, dann ist es trotzdem etwas, da spürt man trotzdem, dass man im Bereich der Bauchmuskeln und da hinten eben im Bereich des Rückens arbeiten muss, aber eben ist nicht so streng wie natürlich, wenn wir eben die Knie heben. Ändern tut sich gar nichts. Es gelten genau dieselben Prinzipien, die ich eben vorhin erklärt habe. Schmerzen sollten bei dieser Übung keine entstehen. Falls doch, schaut nochmal genauer hin, ob ihr wirklich die Übung so sauber eben macht, wie ich euch eben erklärt habe. Denn wenn diese nicht so durchgeführt wird, aber genauso, wie ich es eben erklärt habe, dann können Schmerzen entstehen und da ist es besser, diese Übung auszulassen. Also Schmerzen sollten bitte keinen stehen. Kommen wir jetzt zum Nacken, um zuallererst diese Verhärtungen zu lockern und somit gleich die Schmerzen zu lindern, werden wir zuerst mit der Physio-Kollmann-Gun einige Punkte lockern. Wir beginnen am Trapezmuskel, der ständig das Gewicht des Kopfes halten muss und deswegen diese Verhärtungen bildet. Wir werden jetzt uns genauer den Trapez anschauen. Wir konzentrieren uns aber jetzt nur auf den oberen Bereich, denn dieser ist eben meist für diese Schmerzen im Nackenbereich und Kopfbereich zuständig. Hier nochmal die seitliche Ansicht. So, dieser Muskel ist sehr groß. Wir werden uns aber jetzt nur auf die obere Seite konzentrieren, die eben hauptsächlich eben verantwortlich ist für diese Schmerzen im Bereich des Nackens. Viel mehr als jetzt eben zum Beispiel der untere Teil dieses Muskels. Und somit werden wir jetzt eben diesen Muskel abtasten. Dafür könnt ihr eben einmal die Schulter nach oben ziehen. Perfekt, ihr seht das sofort, wie diese Wölbung entsteht. Das hier ist eben unser Muskel. Und wieder locker lassen. Und hier wirklich in der Tiefe schön das Gewebe abtasten und nach diesen harten, schmerzhaften Stellen eben suchen. Genau. Sobald wir eine Stelle gefunden haben, gehen wir dann zur Behandlung über. Für die Behandlung dieses Muskels rate ich euch, eventuell den flachen Aufsatz zu nehmen oder eben auch den runden, also der hier, oder eben auch unser Luftpolster. Perfekt. Ich würde fast mit dem runden anfangen, vor allem wenn die Stellen etwas schmerzhaft sind. Und hier starten wir bei Level Nummer 1, der statisch aktive Modus. Wir streifen entlang des Muskels auf und ab. Statisch passive Modus, ihr bleibt auf dem Punkt. Und der dynamische Modus, ihr bewegt gleichzeitig den Kopf nach links und rechts. Oder ihr könnt auch drehen. Perfekt. Wichtig, die Stellen, die du behandelst, sollten ja entspannt sein. In diesem Falle stell beide Ellbogen auf den Tisch ab und du kannst dich jetzt einfach nach vorne fallen lassen. Ich habe da echt wenig Gewicht in meiner Hand, also mein linker Arm ist jetzt wirklich entspannt und du kannst jetzt mit der Behandlung dieser Stellen eben beginnen. Kommen wir jetzt zu einem weiteren starken Muskel, der unsere Schultern und folglich auch unseren Kopf stark nach vorne zieht, und zwar die Brustmuskulatur.
Diese werden wir zuerst lockern, damit wir in der nächsten Übung dann leichter unsere Schultern korrigieren können. Auch diese Muskulatur werden wir mit der Physio-Kollmann-Gun lockern. So, wir werden uns jetzt auf den Brustmuskel konzentrieren. Hier sieht man ihn nochmal schön in Gelb. Dieser erstreckt sich von der Unterseite des Schlüsselbeins übers Brustbein zu den ersten 7 Rippen und dann eben zur Seite bis zum Oberarmknochen. Hier sieht man nochmal von der Seite. So, wir werden jetzt den Brustmuskel abtasten, den Pectoralis Major. Und zwar, dieser, wie gesagt, erstreckt sich ja eben hier entlang des Schlüsselbeins und des Brustbeins nach unten und deckt wirklich die ganzen Rippen bis eben circa zur sechsten, siebten Rippe eben hier vorne den Bereich ab. Und um diesen Muskel abzutasten, startet entlang des Schlüsselbeins, spürt ihr sofort hier oben, tastet diese ganzen Punkte ab. Natürlicherweise bei Frauen nicht auf dem Busen arbeiten, sondern immer oberhalb, um das Gewebe natürlich nicht zu verletzen. Und hier sucht ihr wirklich nach diesen schmerzhaften, harten Punkten, die wir dann eben mit der Pistole bearbeiten werden. Die Behandlung dieser Punkte erfolgt auf diese Weise. Ich würde euch raten, den runden Aufsatz zu nehmen, vor allem wenn diese Punkte am Anfang relativ noch sensibel sind, schmerzhaft. Und zwar und dann auch eventuell später den flachen Aufsatz, falls diese Punkte sich schon etwas aufgelockert haben. Statisch aktive Methode. Ihr bleibt einfach, also ihr kreist einfach über den ganzen Brustmuskel, beziehungsweise streift eben nach unten ab. So. Statisch-passive Methode, ihr bleibt auf dem Punkt oben. Und bei der dynamischen Methode, da könnt ihr dann eventuell noch, da könnt ihr eventuell noch den Arm zur Seite bewegen und wieder nach vorne und wieder zur Seite. Einfach um den Muskel gleichzeitig noch ein bisschen aufzudehnen. Probier du das mal. Genau. Super. Und dann bewegst du schön den Arm nach oben, nach vorne und wieder zur Seite. Super. Um diese Stelle zu behandeln, damit diese locker ist, stelle beide Ellbogen ab, lass dich nach vorne fallen und die Pistole, die kannst du jetzt einfach auf das Bett auch abstellen oder auf den Tisch und hier wirklich entspannt die Muskulatur behandeln. Okay. Eine Variante, leg den Arm seitlich ab und du kannst jetzt auch das Gewicht wiederum der Pistole auf das Bett oder auf den Tisch abstellen und die Stellen so entspannt behandeln. Kommen wir zur letzten Übung für die gesamte Haltung. Stellt euch jetzt an die Wand oder auch an die Tür und versucht den Bauchnabel nach innen zu ziehen. Als möchtet ihr die Lendenwirbelsäule hinten an die Tür oder an die Wand drücken. Dabei werdet ihr auch das Becken etwas nach hinten kippen. Und jetzt zweitens versucht ihr die Schulterblätter nach unten, also weit weg von den Ohren und nach hinten zu drücken, dass sie schön an die Wand oder so nahe wie möglich an die Wand sich befinden. Und dann zuletzt versucht ihr so ein bisschen ein Doppelkinn zu machen, das heißt einfach das Kinn etwas nach unten ziehen, als wolltet ihr die Halswirbelsäule wiederum an die Wand kleben. Versucht wirklich auch mit dem Kopf schön anzugehen, das ist wichtig. Und da bleibt ihr einfach 30 Sekunden und versucht schön eben die Stellen reinzufühlen, die ihr eben gleichzeitig kontrollieren müsst, dass sie eben schön an die Wand bleiben. Das Ziel ist wirklich, die ganze Wirbelsäule schön lang zu strecken. Und ihr bleibt. Versucht das Ganze mindestens 5-mal am Tag einzubauen. Es ist egal, wenn. Wirklich wichtig ist nur, dass eben diese korrekte Haltung etwas eingeübt wird,
dass sie dann eben auch im Alltag, in den alltäglichen Aktivitäten eben eingebaut werden kann. Da es wichtig ist, dass die Belastung des Fußes gleichmäßig erfolgt, kommen wir zum letzten Teil, und zwar eben zu den Füßen. Wir müssen unbedingt deren Stellung korrigieren, sonst wird sich der Hallux Valgus bzw. die Schmerzen an den Fußsohlen weiterhin verschlechtern. Beginnen wir also mit dieser Übung, und zwar die Belastung der Außenkanten der Füße. Diese Übung ist ideal für Plattfüße oder auch Knicksenkfüße. Das Problem ist, dass in beiden Fällen das Gewicht viel zu sehr auf die Innenseiten des Fußes abgewälzt wird und dadurch natürlich entstehen Fehlbelastungen. Das heißt, wir müssen jetzt versuchen, das Gewicht mehr auf die Außenkanten abzusetzen. Und wie machen wir das? Ganz einfach, indem wir tagsüber, wenn wir in unseren Schuhen stecken, einfach nur das Gewicht etwas auf die Außenseiten verlagern. Das bedeutet, von außen sieht man natürlich gar nichts, aber im Schuh kann ich wirklich das Gewicht bewusst von der Innenseite auf die Außenseite etwas bringen. Es ist dann nicht so etwas ganz Extremes, aber ich hebe trotzdem wirklich einen Zentimeter, eineinhalb Zentimeter hier die Innenseite des Fußes vom Boden ab. Das heißt, ich bin nicht mehr so, sondern als wäre hier ein Seil und ich ziehe es nach oben und wirklich stelle mir jetzt vor, dass ich, wenn ich vorhin 80% hier auf der Innenseite das Gewicht abgesetzt habe, will ich hier jetzt 50% oder auch etwas mehr auf der Außenseite bringen. Und dann versucht ihr wirklich das Ganze tagsüber so oft wie möglich durchzuführen, um die Fußstellung langsam wieder etwas auszugleichen. Ich rate meiner Patientin, diese Übungen jeden Tag dreimal zu wiederholen, die Dehnungsübungen jedes Mal so lange halten, bis die Spannung nachlässt. Es gibt keine Minutenbegrenzung, sondern je mehr, desto besser. Bei den Kräftigungsübungen empfehle ich, die Position bis zur Erschöpfung zu halten. Dabei natürlich bitte immer die Haltung überprüfen, dass diese korrekt ist. Die richtige Stellung des Fußes sollte täglich so oft wie möglich trainiert werden, bis diese zum Automatismus geworden ist. Für die Behandlung mit der Physio-Kollmann-Gun rate ich täglich mindestens eine Stelle am Muskel zu behandeln, bis diese sich lockert. Schmerzen dürfen dabei nie entstehen, und falls doch, dann reduziert bitte den Druck, mit dem ihr euch behandelt. Wenn ihr daran interessiert seid, eine kostenlose individuelle Analyse, wie ihr sie in diesem Video gesehen habt, zu erhalten, findet ihr den Link in der Beschreibung. Dort könnt ihr die Datei herunterladen, genau ausfüllen und an mich senden. Mit etwas Geduld wird euer Fall im nächsten Video analysiert. Natürlich wird, wie im Fall dieser Patientin, die wir gerade gesehen haben, das Gesicht verdeckt und euer Name wird nicht preisgegeben. Ansonsten für all diejenigen, die auf die Analyse nicht lange warten wollen, inklusive Selbstbehandlungsprogramm mit der Physio-Kollmann-Gun, Dehnungs- und Kräftigungsprogramm und eben auch nicht auf meinem Kanal veröffentlicht werden möchten, gibt es auch die Möglichkeit, das Premium-Paket in meinem Online-Store zu erwerben. Den Link findet ihr in der Beschreibung. Auf diese Weise erhaltet ihr die Analyse und die Programme in wenigen Tagen und diese werden nicht veröffentlicht. Vielen Dank, das war's für heute. Wir sehen uns im nächsten Video.